Wieder einmal willkommen zurück zu Let's Replay Crash Nitrocard. Neue Aufnahme für mich, neuer Part für euch und eine neue Strecke für uns alle. Naja, mehr oder weniger neu. Wir haben ja schon beim letzten Mal die Meteorschlucht, so heißt er, angefangen. Ein bisschen uns rangetastet und es hat noch nicht so wirklich was gebracht. Okay, 1,51 und ein paar gequetschte, die sind völlig egal. Ich glaube, es war sogar näher an der 52er dran. 1,51 war das, ne? Oder habe ich schon wieder falsch gemerkt? Ich weiß es nicht. Scheißen wir mal drauf. Gucken wir einfach mal, ob wir jetzt drauf klarkommen. Es sah beim letzten Mal schon ziemlich schwierig aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass es heute produktiv wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine lange Aufnahme machen werde. Das ist jetzt mittlerweile schon 20 vor 9. An einem Wochentag, am Dienstag. Und ja. So lange kann ich sowieso nicht zocken. Und er ist viel zu laut. Das hasse ich so an diesem Spiel. Diese Soundmischung ist teilweise echt richtig beschissen. Das muss man mal sagen. Es ist wirklich nur die Mischung, nicht irgendwie auf den Soundtrack geachtet oder sonst was. Wirklich nur die reine Mischung. Im Menü denkt man immer so, ja, kannst ruhig ein bisschen lauter machen. Und dann auf der Strecke, da wirst du einfach erschlagen. Da musst du wieder Ewigkeiten die Lautstärke runterschrauben. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich, ist das. Lohnt sich das hier vielleicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat sich nicht gelohnt. Ja, in die falsche Richtung gedriftet, schön. Das hier könnte sich lohnen. Ich glaube, das ist aber eher kontraproduktiv. Okay, wollte ich ja mal versuchen, so ein bisschen Crash oder auch Marius da einfach mal über irgendwelche Abgründe laufen. Ja, geht hier leider nicht. Also über Abgründe fahren mit Velo leider nicht möglich. Da muss man also wirklich springen. Gut. Ja, ich habe vor allem Angst vor der nächsten Strecke, denn das sind die Baron-Ruinen. Und die sollen schwierig werden. Die sollen sehr, sehr schwierig werden. Wie gesagt, habe ich das schon mal gesagt. Auf jeden Fall beim Hit the Play habe ich das schon mal geguckt. Also mich informiert, wie das so mit den Geistern aussieht. Ich habe jetzt kein explizites Rennen oder sowas geguckt. Ich wollte nur wissen, wie man das jetzt erkennt und so und ob das wirklich so mit dem Ausgegrauten stimmte, was ich gesagt habe. Es war so. Also wenn die Gegner ausgegraut sind, dann hat man die Geister besiegt. Da habe ich mich ja nochmal vergewissert und da hat er in der Beschreibung geschrieben, dass Baron-Ruinen offenbar das Schwerste für ihn war. Ich hüpfe viel zu weit weg. Und auch der Alex, mit dem ich jetzt hier so Skype-technisch im Austausch bin. Austausch, mein Gott. Heute Grammatik nicht gut. Vokabular. Im Austausch bin, weil er bei mir bei Twinsanity dabei sein will. Joa. Auch er meinte, dass das eine ziemliche Kackstrecke wäre. Ob das jetzt wirklich auf die Velogeister oder nur auf die Velogeister sonst was bezogen war, ist mir jetzt auch eigentlich relativ egal. Weil, wie gesagt, auch Pete the Player hat das schon gesagt, dass das in Velogeistern auf jeden Fall schon ziemlich scheiße war. Wenn ich das schon jetzt von zwei Quellen höre, dann habe ich sehr viel Angst. Und beide haben alle Geister geschlagen, also ja. Ich glaube, die wissen, wovon sie reden und ja, das steigert jetzt nicht gerade meine Motivation, dieses Level abzuschließen. Ich kann natürlich auch einfach dann ein anderes Level machen, eine andere Strecke, aber irgendwann muss ich sowieso in die Ruinen. Und eigentlich finde ich die Strecke auch gar nicht so schlimm, aber ich glaube, die Sicht wird sich komplett ändern, wenn ich dann da die Velogeist schlagen muss. Aber ich sehe hier irgendwie gar keinen Langsam. Ich sehe hier gar keinen Land gegen den. Dann kommt das Spiel wieder und sagt mir, nee, du darfst da nicht durch. Das ist natürlich auch schön. Freut man sich auch immer, wenn sowas passiert. Schon am Anfang hängt er mich irgendwie ab. Ich verstehe es nicht. Was macht er denn da großartig besser oder anders generell? Nutzer der dritten Boost besser oder weiß ich. Ich glaube, hier durchdüften ist aber besser als da springen. Ja, ich glaube, es war ungefähr gleich. Ah, wenn ich da schön rumkommen wäre, wäre das schon mal ganz gut gewesen. Hier kann man durchdüften, weiß ich nicht, ob das so lohnenswert ist. Kommt sicher darauf an, wie man gerade zu den dritten Boost hat, also ob man im dritten Boost ist, wenn dann wahrscheinlich, dann lohnt sich das Durchboost natürlich nicht, also, dann kann man nicht mehr weiter boosten, meine ich, ach, ist ja egal, vollkommen egal. Kann ich nicht hier irgendwie so, ich glaube, das lohnt sich wirklich nicht. Ich muss irgendwie einen Weg finden, ihn abzuschneiden, oder ihm den Weg abzuschneiden, oder, nein, also, schneller zu sein, aber das ist, ist ja irgendwie unmöglich. Das ist schlimmer als bei der Inferno-Insel, habe ich das Gefühl.
Bei der Inferno-Insel wusste ich wenigstens noch, okay, wenn du da so driftest, kannst du den irgendwie einholen, aber hier sehe ich gerade irgendwie überhaupt keinen Land. Aber es ist wirklich wie bei der Inferno-Insel. Hier kommt es aufs Driften an. Das sieht man und ist. Ich glaube, ich verstehe auch so langsam, wie ich was fahren muss. Einfach erstmal alles genauso wie der machen und dann gucken, ob man irgendwas besser machen kann. Ist auch wieder eine relativ kurze Runde, ne? Ähnlich wie bei der Inferno-Insel eben. Und das verstärkt sicherlich diesen Effekt, dass man hier einfach gnadenlos durchboosten muss. Die Inferno-Insel ist aber halt wenigstens eben, diese Strecke nicht. Hier hat man einen riesigen Sprung, den man erstmal meistern muss, weil auch da abspringen scheint sehr wichtig zu sein. Nicht nur, um den Boost zu erhalten, sondern auch um einen stärkeren Boost zu erhalten. Die Stelle hat er bisher auch immer besser gemeistert als ich. Oder sagen wir, er hat sie gemeistert, ich nicht. Ich glaube, das trifft es besser. Man kann auch eigentlich etwas nicht besser meistern als ein anderer, oder? Man kann es besser machen, aber nicht besser meistern, weil meistern ist auch eigentlich schon perfekt machen, oder? Ja, ich Definitionshure. Mir ist sowas wichtig. Genauso wie der Unterschied zwischen Megapolisierung, Metropolisierung und Verstädterung. Unnötiger Schwachsinn. Ist alles dasselbe. Genauso wie man City und Innenstadt als Synonym verwendet, obwohl es so gesehen nicht dasselbe ist, weil die City hauptsächlich auf Shopping und Verwaltungsfunktionen und sowas orientiert ist, ausgelegt ist. Und Innenstadt ist halt wirklich das Zentrum generell. Kann auch Wohnen oder sowas mit reinfallen. Naja, sweet, sweet Erdkunde. So. Ich müsste jetzt aber langsam mal hier Gas geben. Aber es ist langsam, eigentlich schon die ganze Zeit und ich habe sowieso keine Chance. Seht ihr den Unterschied da zwischen uns beiden? Aber gut, so eine Minimap ist immer. Ja. Ich weiß nicht. Ist immer relativ, weil man sieht ja auf einer Geraden eine ganz andere Distanz als in der Kurve. Also ich würde eher auf der Kurve jetzt mal den Abstand da messen, um dann wirklich einen Wert zu haben, weil auf der Geraden. Da ist man so schnell unterwegs, da kann man den Abstand eigentlich nicht so. Ne? Ist irgendwie wie bei der Formel 1. Auf einer Geraden würde ich nie. Ich würde nie auf der Geraden erkennen, dass einer vielleicht im DS-Fenster ist, also nicht mal eine Sekunde weg. Weil man da eben so schnell fährt, dass man in einer Sekunde locker mal, keine Ahnung, 50, 60 Meter zurückgeht, ich weiß es nicht. Da kann man den Unterschied dann halt schwer sehen, wenn ihr ungefähr wisst, was ich meine. Trotzdem, jetzt momentan ist der Abstand wohl einwandfrei, also so offenbar, offensichtlich irgendwas. Mir fehlt gerade absolut das Vokabular, ne? Ich glaub's nicht. Schrecklich. Joa. 52, 51, was war das? 51, glaube ich. Wir wären vielleicht mit der 59 gerade so reingekommen. Es gibt noch viel zu tun, würde ich sagen. Ich habe auch nie das Gegenteil behauptet. Aber trotzdem macht es das nicht besser. Da ich keine Ahnung habe, wie ich das schaffen soll. Ja, es wird in etwa so wie Blizzard Cliff. Das, hatte schon so ein bisschen befürchtet, weil es eben auch eine Schneestrecke ist. Und ich glaube, den Vergleich kann man ganz gut ziehen. Blizzard Bluff war eine ziemlich nervige Angelegenheit für mich. Auch wenn es dann so eine coole Strecke ist, wie ich finde, aber sie war echt sehr, sehr schwierig. Und auch die hier scheint nicht gerade einfach zu werden. Boost verkackt, Drift verkackt. Oder sagen wir es besser andersrum, den Drift verkackt, dadurch den Boost verkackt. Und wieder langsam. Hier muss man definitiv so heftig abspringen. Diesen Punkt beim Springen treffen ist echt. Ich meine, ich habe es mittlerweile mehr oder weniger raus, aber ich muss mich trotzdem immer wieder daran erinnern, wie ich das machen muss. Er ist wieder sehr viel Zeit verloren, jo. Das war wieder sehr, sehr kacke. So viel Zeit verloren. Wieso muss der eigentlich die Abkürzung nehmen? Kann der nicht mal die Abkürzung lassen und vor allem für mich lassen? Dass ich da irgendwie eine Chance habe, den einzuholen? Sehr viel cooler. Ich meine, Oxid hat auch bei der Rutscharena Mist gebaut. Wieso kann er das nicht hier machen? Ja, weil das keine Bonusstrecke ist, weil es nicht die Rutscharena ist. Weil es nicht Oxid ist, sondern Velo. Genau deswegen. Weil Velo ist unfehlbar, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was man noch für Gründe aufführen könnte. Velo ist grün. Na gut, ist Oxid, glaube ich, auch so gesehen. Olivgrün, gelb, keine Ahnung. Ja, nicht so gelb wie die Simpsons, aber. Nee, ist ja auch so. Das war eigentlich auch so olivgrün, oder? Okay, das hat sich jetzt, glaube ich, überhaupt nicht gelohnt.
Einfach mal als erste Annäherung. Wir dürfen noch 5 Sekunden aufholen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich bin jetzt einmal in den tiefen Schnee da gefahren. In der zweiten Runde, glaube ich, aber an sich, was soll ich so groß besser machen? Da kann ich nur das Driften besser machen. Es wird schrecklich. Es wird schrecklich. Was soll ich... Ich bin gerade überfordert. Wie soll ich das machen? Aber gut, das war ich bei den ersten Velogeistern auch. Das war ich auch bei vielen Oxidgeistern. Ich hoffe, die Zeit und die Übung wird es machen, aber... Sicher bin ich mir da noch nicht. Ich habe das Gefühl, hier komme ich immer ein bisschen ran, wenn er da drüber springt und ich nicht. Ich glaube, so drüber driften ist echt besser an der Stelle. Da habe ich, glaube ich, echt eine Chance, wenn ich das mache. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das sagt echt mein Video, ne? Die ganzen Sprüche da. Und nicht er. Sehr gut gedriftet und abgesprungen, wunderbar. Hier genauso, aber nicht so gut abgesprungen. Ich bin schon mal näher dran als gerade. Sieht zumindest so aus. Zeit verloren. Fahrerisch sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ah, ja. Okay, das war fahrerisch jetzt kacke. Aber trotzdem habe ich halt hier so ultra viel Rückstand. Gut, das war auch auf der Entfernungsinsel meistens fahrerisch nicht schlecht, was ich gemacht habe. Habe aber irgendwie falsch geboostet, kann man das sagen? Ich glaube, das kann man tatsächlich machen, falsch boosten in diesem Spiel. Und deswegen hat es dann im Endeffekt nie ganz hingehauen. Aber das richtig boosten auf der Strecke muss ich dann noch lernen. Darunter kann ich mir jetzt noch nichts vorstellen, wie das funktionieren soll. Also wie das besser, wahnsinnig viel besser funktionieren soll, als ich das jetzt gemacht habe. Bin ich überhaupt schneller? Ich glaube minimal schneller nur, ja. Irgendwie so 3/10 oder so. Okay, 15, ja gut, knapp 4/10. Es ist auf jeden Fall nicht sonderlich besser gewesen. Ich bin nicht wieder so in einem Verbesserungsmodus wie auf der Entfernungsinsel, wo ich dann Step by Step eine Sekunde im Abgeknabbert habe. Das hat ja leider nicht funktioniert. Das wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ich finde jetzt so die Master-Taktik. Vielleicht ist hier echt besser nach links zu fahren, so wie er das macht. Deswegen macht er das ja wahrscheinlich auch. Und nicht aus Spaß, weil er sich zwischen links und rechts entscheiden konnte. Sondern weil es einen Sinn hat. Eine Blume in einem Gedicht ist nicht einfach so gelb, sondern sie ist gelb, weil sie wie die Simpsons sein möchte und dadurch individuell. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Alles hat eine Botschaft. Velo ist auch grün, weil, keine Ahnung. Grün ist die Farbe der Hoffnung und man hat ja die Hoffnung, den zu schlagen. Oder besser gesagt, man hat die Hoffnung, dass die Erde gerettet werden kann. Und deswegen verkörpert Velo auch irgendwie so die Hoffnung und gleichzeitig die pure Zerstörung und keine Ahnung. Man kann sehr viel rumdeuteln, ja. Auch an einem Videospiel. Das geht. Deswegen haben Cortex und Brio ja auch Glatzen, weil es... Ja, es ist nicht unbedingt so ein Stereotyp, aber es passt einfach zu Wissenschaftlern. Von wegen, ja, die haben sich die Haare weggefetzt, weil sie irgendein Experiment gemacht haben, was explosiv war. Irgendwie sowas. Im Übrigen verfügt auch Engine nicht wirklich über Haare, oder? Weiß nicht. Gut, der ist sowieso halb Roboter. Obwohl doch Engine hat, glaube ich, sogar Haare. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, der hat doch sogar in Crash of the Titans, hat der da nicht Haare? Oder... Bilde ich mir gerade irgendwas vollkommen ein. Und bilde ich mir ein, dass ich jetzt schlechter bin? Oder ist es Wahrheit? Ich glaube, es ist sogar Wahrheit. Was traurig ist. Ich bin jetzt ernsthaft schlechter. Why? Alter, diese... Was bürge ich mir denn eigentlich auf? Ich sag mal so, ich vergleiche jetzt mal mit Cortex Will Lost Crash 4. Da hatte ich wenigstens eine Ahnung, was ich besser machen muss. Oder wie ich es besser machen kann. Zum Beispiel mit diesem Bug-Using. Mit den Masken. Aber was soll ich hier besser machen? Wie soll ich driften? Versuch es ruhig,
Dass ich hier besser... Der springt doch einfach viel weiter als ich. Muss man versuchen, da richtig heftig abzuspringen. Ich will das nicht benutzen, mein Gott. Ich will auch nicht in die Kiste fahren eigentlich, aber ich mache es immer aus Versehen. Das heißt, glaube ich, mal eine relativ gute Runde. Bin ich relativ gut dran geblieben eigentlich. Das war ich gerade in der ersten, aber auch eigentlich. Auch hier ist Abspringen, glaube ich, wieder besser. Generell sollte man bei den Sachen, glaube ich, eher wirklich abspringen. Als sie durch zu boosten. Aber das kann doch nicht so viel schneller sein, hier links lang zu. Das ist doch dasselbe. Aber es sieht echt so aus, als würde es ihm mehr bringen als mir. Wenn ich da durchbooste. Als würde der Durchboost mehr Erfolg haben. Die Kommentare von meinem Video machen es auch nicht besser, von wegen. Merkst du nicht, dass ich nur mit dir spiele? Ich wäre froh, wenn ich das sagen könnte, aber... Weil das ist purer Ernst. Ja, wir verbeugen uns bloß nicht vor dir. Du bist nämlich kacke. Schaffst du nicht mal deinen eigenen Geist einzuholen, wenn man so sehen mag. Da kriege ich jetzt auch keinen Boost für, das ist ja sehr freundlich. Ich kann nicht mal wieder meinen eigenen Rekord brechen. Das geht einfach nicht. Kriege ich nicht hin. Oder? Nein. Kriege ich nicht hin. Doch, kriege ich hin, aber es bringt mir überhaupt nichts. Wow. 1,55, toll. Hatte ich gerade auch. Diesmal bin ich nur eine knappe Sekunde trotzdem schneller. Bringt mir aber überhaupt nichts. Schon wieder eine Viertelstunde für gar nichts. Herrlich. So liebe ich meine Videos. Unproduktiv und harmlos. Wieso harmlos? Keine Ahnung. So harmlos im Sinne von Skill. Was soll das bringen da so? Das macht doch keinen Unterschied, ob ich da jetzt links oder rechts. Ich meine... Okay, ich bin auf der Innenbahn, um das irgendwie so nennen mag, aber... Was soll mir das bringen? Das soll schneller sein? Ich weiß ja nicht. Sag mal so, ich bin jetzt nicht langsamer dadurch geworden. Das kann ich bestätigen, aber... Ich glaube, es ist mehr oder weniger gleich schnell. Und wieso habe ich da jetzt keinen Boost für bekommen, als ich auf der Plattform gelandet bin? Da wollte ich eigentlich auch richtig abspringen, aber es... Ich wollte dann noch den dritten Boost kurz machen und das hat nicht mehr geklappt dann. Okay, ich meine, ich korrigiere aber ein bisschen zu viel nach außen, glaube ich, damit ich den Boost besser erwische, aber... Ich weiß nicht. Ich habe trotzdem einfach überhaupt keine Chance gegen den. Was soll das? Das ist der schnellste Charakter. Ich kann nichts anderes machen. Ich habe keine Geheimwaffe mehr. Es geht nicht. Sorry. Ach, die Tiefsee-Tauchfahrt wird herrlich. Ich werde so oft gegen diese Kackdinger fahren. Ich sehe es schon vor mir. Guckt einfach mal an, wie lange ich noch in der Luft bin. Ist doch mega unproduktiv. Ineffizient. Und ich hasse Ineffizienz. Gibt's doch nicht, Alter. Jetzt ist er mir wieder ein bisschen davon gezogen. Ein bisschen ist gut. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Zweite Runde fand ich eigentlich echt so ganz gut, aber irgendwie ist er mir weiter davon gezogen, habe ich das Gefühl gehabt. Obwohl ich mich so gut fand. Natürlich, der war halt durch die erste Runde schon weit weg, aber... Ich fand die zweite jetzt so gut, eigentlich. Dass ich mir wirklich was besser machen konnte. Okay, am Anfang, das hätte ich hier besser machen können gerade. Jetzt auch wieder. Doch, der springt da auch ab. Er springt da so doppelt ab. Da wollt ihr ja so viel driften, mein Gott. Einfach mal drauf einlassen und gucken, was passiert, wenn man eben da fährt. Also springen, nicht driftet.
Ich traue mich auch nicht, das alles exakt so wie er zu machen, weil im Endeffekt bin ich wahrscheinlich genauso schnell wie er, aber es bringt mir nichts. Ich bremse auch ein bisschen mehr ab als der Geist, habe ich das Gefühl. Also jetzt klappt das bei mir alles nicht so schön. Ist wahrscheinlich nur ein Gefühl, aber es ist da. Das habe ich ein bisschen besser gelöst als er, finde ich. Ein bisschen eleganter. Ich habe das Gefühl, da kann ich ein bisschen aufschließen. Aber ich weiß nicht. Sieht für mich noch alles sehr weit weg aus. Also sowohl er als auch das Ziel, diesen Geist zu unterbieten. Hatte ich nicht so viel Schwung, schade. Ich bin ratlos. Ich bin ganz froh. Wenn man den hier spät ansetzt, bin ich da glaube ich schneller mit, als wenn er springt. Oder als wenn ich dann noch springe. Ich weiß nicht. Habe ich das Gefühl, als müsste man da durchboosten, wenn man das richtig macht. Bisschen Dschungelboogie-Style wieder am richtigen Moment ansetzen. Dann passt das. Bilde ich mir wirklich ein. Wieso auch immer der Boost jetzt noch gezählt hat, Alter. Wieso auch immer. Alter. Ich bin überraschend nah dran gerade. Hätte ich das ordentlich durchgezogen, ne? Also nach rechts ein bisschen mehr. Wäre gut gewesen. Ich glaube, wir haben einen Plan. Sieht doch echt gut aus. Was ich gerade so selber beurteilen kann. Super, dafür müsste nur der Boost funktionieren. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.